So, einen wunderschönen, liebe Zappelgemeinschaft. Wir sind wieder zurück bei StarCraft 2 mit der Nova-Mission Teil 2. Operation begonnen. Komm schon, wir sind fast da. Die Lage da draußen, Rigel. Berichte treffen von den Ballungszentren ein. Sie sprechen von großen Schäden und vielen Todesopfern. Die Evakuierungsmaßnahmen scheinen gescheitert zu sein. Wie viele Zerg sind es denn? Sie sind uns zahlenmäßig klar überlegen, sogar mit den Ligatruppen, die schon auf dem Planeten sind. Wir kommen zu spät, Nova. Verdammt! Allerdings nähert sich die Flotte der Verteidiger. Sie haben erklärt, dass sie die Zivilisten schützen wollen. Sie wollen sich also als Helden aufspielen. Das sind sie nicht. Aber wir schon. Starten Sie den Landeanflug. Da bin ich mal gespannt. Der Psi-Emitter hat die meisten Zerg hierher gelockt. Sie haben Schwarmstöcke gebaut und rücken jetzt Richtung Osten vor. Die Verteidiger haben im Norden eine Blockade gebaut, um die Zerg aufzuhalten. Die meisten überlebenden Zivilisten sind in dieses Stadion geflüchtet, aber allein können sie es nicht halten. Wir kümmern uns bald um die Evakuierung. Wenn wir die Zerg vor den Verteidigern besiegen, können wir ihre Pläne vereiteln und die Zivilisten retten. In der Tat. Noch eine Sache. Ich habe unsere Banshees und Goliaths für sie aktiviert. Die Banshees sind tarnfähig. Das kommt uns gelegen. Sie werden jede Menge Schaden anrichten können, bevor die Zerg sie überhaupt bemerken. Aber beeilen Sie sich. Ich erfasse weitere Warp-Signaturen im Orbit des Planeten. Die Zerg könnten bald Verstärkung erhalten. Beordern Sie die Banshees hierhin und bauen Sie an dieser Position meine Basis auf. Das dürfte kein Problem sein. Dum, dum, dum. So, bin ich mal gespannt. Belohnung. Okay. Erstmal neue Ausrüstung. Was haben wir denn hier? Macht mehr Waffenschaden. Moment, das macht. Ist eigentlich uninteressant. Obwohl, kann getarnte Einheiten aufdecken. Oder erhöhte Reichweite. Ich nehme das hier. So. Das ist mehr Bewegungsgeschwindigkeit. Das ist erlaubt, Klippen zu erzwingen. Ja, ich würde sagen, den hier nehmen wir, dass wir klettern können. Das ist Lip. Okay. Betäubt Gegner ist Mäh. Und Nova, bitte halten Sie sich an die Gebrauchsspezifikationen. Was?
Egal. 10 Sekunden. Achso, ein kleiner Buff. Nee. Wir nehmen die schönen Granaten hier. So, was haben wir denn als Waffe? Auch weite Entfernung. Schrotflinte. Nein. Und das? Für den Nahkampf. Nee, wir nehmen das hier. Ja, gut. Schließen. Neue Technologie. Da gucken wir mal. Beachten Sie, dass die Upgrades jeweils nur einer Einheit zugewiesen werden können. Das war's auch schon. Mehr müssen Sie eigentlich nicht wissen. Ja, ja. So, was war das? Space Marines Lasergeschütze. Was ist, wenn ich das hier mache? Was macht es? Ach so. Bewegung sind. Nee. Das ist schon in Ordnung. Mehr Reichweite. So. Ihr habt mobile Sprengkörper. Ach so. Das Ding ist ja schon drin. Also kann ich das nicht benutzen. Okay. Die haben Minen. Das kann man so lassen, die Rächer. Marodeure haben das Ding hier drin. Ohne Tesla-Bohr kann man die bauen. Ist gar nicht mehr so schlecht. Und was macht das hier? Achso, Bewegungsgeschwindigkeiten. Ja, ja. Braucht kein Schwein. So. Die können denn. Das ist gut. Also kann ich so lassen. Und das ist. Ja. Kann man eigentlich so lassen. Warum steht da, ich habe neue Upgrades? Wollt ihr mich verarschen? Die sind doch schon alle. Ah. So. Fangen wir mal an. Und ich bin mal gespannt. Okay, 3 Brutstätten kaputt machen. Ohne dass die Verteidiger. Oha. Wird schwer. Auf jeden Fall benutze ich mal gerade jetzt ein neues Aufnahmeprogramm. Mal gucken. Weil das alte hat ja richtig viel Probleme gemacht. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das jetzt läuft. Aber so wie es aussieht, könnte es was werden, ne? Bin ich mal gespannt, ob ich dieselbe Qualität rauskriege, wie bei den anderen Programmen. Und erstmal ein Schlückchen Kaffee. So. Die wunderschöne Ladebalken haben wir hier. Läuft. wenn der Ladebalken zu lang wird, werde ich glaube ich einen Cut reinschmeißen. Aber wie ich sehe, geht es eigentlich von Ladebalken her. Wenn er sich jetzt noch richtig schnell beeilt, dann brauche ich ja gar keinen Cut reinschmeißen. Es kann losgehen. Okay. Wie funktioniert? Der Planet war ein beliebtes Urlaubsziel. Die meisten Menschen hier waren Touristen. Sie waren den Zerg hilflos ausgeliefert. Ich befürchte, dass die Zerg hier schon verheerende Schäden angerichtet haben. Okay, wie funktioniert das Ding nochmal? Bitte bestätigen. Ich scanne die Zergstöcke. Sie werden ihre Brutstätten zerstören müssen, damit sie nicht zahlreicher werden. Ich werde mein Bestes tun. Laut und deutlich. Die können sich doch unsichtbar machen. Warum, warum machen die es nicht? Bin unterwegs. So. Kann ich hier schon mal ein bisschen was kaputt machen? Wo muss ich eigentlich hin? Sporenkrabbler nähern sich ihrer Position, Nova. Töten Sie sie, bevor sie sich verwurzeln. Die können sich ja auch unsichtbar machen, oder? Nee, kann sie sich nicht. Warum eigentlich? Nova hier. Wird gemacht. Schon erledigt. Wie bitte? Statusbericht? Im Anflug. Ah, okay. Bitte bestätigen. In Bewegung. Mach ich eigentlich alles richtig? Keine Ahnung. Das kriege ich hin. Möchten Sie einen Nuklearschlag einsetzen? Ich habe einen für Sie vorbereitet. Gute Idee, Rigel.
Ah, verstehe. Nur keine Eile. Ihre Basis ist noch nicht bereit. Aber da drüben sind genug Zerg, um die sie sich in der Zwischenzeit kümmern können. Ja, passt. Merke ich auch gerade. So, gucken wir mal. Auf dem Weg. Machen wir mal das hier platt. Nuklearschlag würde ich hier, glaube ich, einsetzen. Moment, ich kann doch hier. Wird gemacht. Oh Gott. Unter, unter, unter. Ihre Banshees verfügen über Tarntechnologie, unter, unter. Die sie vor Gegnern verbirgt. Ich würde empfehlen, dass Sie sie aktivieren. Ja, mache ich. Statusbericht. Wieso kann Nova hier? Geschäftlich. Bitte bestätigen. Sich nicht mehr unsichtbar machen? Wie bitte? Na. Nova hier. Sie haben eine der Brutstätten zerstört. Das sind oh Gott. Gute Nachrichten. Und jetzt zu den anderen. Das kriege ich hier. So, wie war das? Oh, da kommt was an. Das muss unbedingt schnell weg. Laut und deutlich. So, wie war das? Ach nee. Ist klar. In Bewegung. Da. Dann fahren wir mal schwere Geschütze auf. Gucken, ob es klappt. Wie bitte? Läuft. Wird gemacht. Das kriege ich hin. Okay. Nova, der Feind warpt Verstärkung heran. Ziehen Sie sich zurück. Ja, ich glaube, das wird nichts. Schon zwei Brutstätten zerstört. Mit Brutstätten zerstören bis zum Dings. Obwohl. Vielleicht habe ich ja Glück. Schafft es. Nova hier. Wird gemacht. Statusbericht. Nee, sie muss abhauen. Ist doch kacke jetzt. Nee, nicht geschafft. Ihre Basis ist bereit und die Goliaths sind online. Aber ich registriere ungewöhnliche Warp-Signaturen. Nova, das sind keine Zerg. Was war das? Die Todesflotte der Taldarim greift diese Welt an. Oh, Protoss. Ich bin Jinara, erste Aspirantin der Taldarim. Unser Hochlord hat mich beauftragt, die Verteidiger der Menschheit auszumerzen. Mischt euch nicht ein. Das ist zwar ein verlockender Vorschlag, aber wenn die Zerg die Verteidiger angreifen, werden die Zivilisten zweifelsohne sterben. Evakuierung wäre unmöglich. Dann haben wir keine Wahl. Wir müssen die Verteidiger schützen. Nur bis wir die Protoss besiegen. Ich sehe, dass sie mittels Schildprojektoren ein Mutterschiff mit Energie versorgen. Das Schiff ist momentan im Orbit, aber sie werden damit wahrscheinlich die Verteidiger auslöschen, sobald es vollständig aufgeladen ist. Dann sollten wir diese Projektoren besser ausschalten. Los geht's. Gut. Ich habe die Standorte der Schildprojektoren erfasst und für sie markiert. Dann kann ich. Ich werde sie so schnell wie möglich zerstören. Aber erst muss ich unsere Verteidigung verstärken, damit wir vor den Zerg sicher sind. Wo ist denn das Sie Ding? Haben nur ein paar der Zerg-Strukturen eliminiert, also dürften sie in beträchtlicher Zahl angreifen. Oh, diese Zerg verfügen über eine sehr interessante Mutation. Könnten Sie die verbleibenden Brutstätten zerstören und für mich einige Proben sammeln, falls es die Zeit erlaubt? Wenn Sie mir dafür neue Technologien erforschen, immer doch. Oh, ich muss erstmal hier wieder reinkommen. Wir nehmen die Recher. Und wir haben schon wieder keine Mats. Toll. Schlechte Neuigkeiten? Zwei. Drei. Dann werden wir hier noch ein paar machen. Nova hier. Die werden wir hier nach vorne beordern und. Wollte ich machen. Wird gemacht. Hier erstmal lang.
würde ich mal sagen. Das kriege ich hin. Oh Gott, meine Maus! Maus wechseln, verdammt! So. Laut und läuft. Benötige weitere Depots. Ja, weitere Depots. Muss ich auch noch machen, oh Mann. Bestätigt. Mit W konnte ich, genau. Das krieg ich hin. Wie bitte? Auf dem Weg. Ist das klar? Oder bin ich hier gleich laut und gemacht? Deutlich. Boah, diese Benjis. Die sind gerade irgendwie. Bitte bestätigen. Wird gemacht. Sieht gut aus. Oh Gott. Ah, ich merke schon, mein Goliath ist gleich weg. Toll. So ein Mist. Ja, und der Goliath ist weg. In Bewegung. So. Schon erledigt. Mal zurück. Dahin und ein bisschen hier meine Basis wieder machen. Kampfhelios, keine Ahnung, was es ist. Baue ich mal. Lagerung, Goliath, okay. Und ich brauche neue Arbeiter. Moment. Was nicht passt, wird passend gemacht. Naja, was nicht passt. Versorgungsdepot. Wird gemacht. Da, Ena hin. Da. Ich bin schon unterwegs. Da. Er kann ihn nicht bauen. Naja. So. Bau mal. Hast du heute Glück, Penner? Gut. Wo soll ich irgendwas umlegen? Da. Meine Scanner zeigen an, dass die Schilde des Mutterschiffs fast vollständig aufgeladen sind. Kann er da rein? Unsere Truppen sollten zu einem Schildprojektor vorrücken. Nein, kann er nicht. Kaum noch. Machen wir noch zwei Space Marines. Da packen wir noch auch ein Technenlabor. Haben wir sowas? Edenturm, Bunker bauen. Das Mutterschiff ist vollständig aufgeladen. Es wird bald die Verteidiger der Menschheit angreifen. Wo ist denn hier? Alles klar. Ich werde einen der Schildprojektoren angreifen, um es in die Flucht zu schlagen. Ich habe mir erlaubt, mich in die private Frequenz der Verteidiger einzuschalten. Das werden sie hören wollen. Dieses außerirdische Schiff könnte alles zerstören, was wir ihm entgegenstellen. Aber die Zivilisten zählen auf uns. Wir dürfen nicht versagen. Marauder oder Rächer? Rächer waren noch die, die fliehen können. Machen davon Angriff noch ein paar. Wird ausgeführt. Was gibt's so, denn? Wo bin ich da? So sieht's aus. So, einen neuen Gold haben wir auch. Fertiggestellt. Da, dann können wir da wieder ein bisschen losziehen. Laut und deutlich. Ist klar. So, wie war das? Die Dinger hier müssen wir. Oh. Das oh Gott! Oh. Wird gemacht. Da. Laut und deutlich. Statusbericht. Schon erledigt. Bestätigt. So, den größten. Was ist denn das? Da wird man kalt. Das krieg ich hin. Okay, ich muss erstmal wieder reinkommen. Wir brauchen mehr Zeug. Was ist ein Kampfhelios? Keine Ahnung. Davon brauchen wir ein paar. Nehmen wir noch ein paar Space Marines mit. Da. Ah, E. E, da, da. Na komm, da. Na. Oh. Passt. Was liegt an? Ja? Ja,
serviert man kann. Hast du heute Glück, Penner? Noch davon ein paar. Nicht genügend Mineralien. Ojat wäre nicht schlecht. Wie bitte? Das kriege ich hin. Oh ne, nicht diese Viecher schon wieder. Wie war das mit W? Auf dem Weg. Wird gemacht. Ist klar. Brauch eindeutig mehr Leute. Helios-Modus. Ah. Bitte bestätigen. Fahrzeugmodus. Unsere erste Verteidigungslinie ist gefallen. Rückzug auf eine sichere Position. Sie können dem Angriff des Mutterschiffs nicht standhalten, Nova. Greifen Sie jetzt einen Schildprojektor an. Ja, ich arbeite dran. Ich höre. Schildprojektor war das hier, ja. Bestätigt. N. Nova hier. Schon erledigt. Mist, das war mit die Atombombe von mir, oder? Oh. Das krieg ich hin. Aber ist der weg? Nee, der lebt noch. Rein geschäftlich. Kann nicht wahr sein. Laut und deutlich. Nova hier. Wie bitte? Auf dem Weg. So. Statusbericht? Gut gekämpft, Soldat. Die Protoss ziehen ab. Was sehe ich hier? Diese Terraner der Liga haben die Schilde unseres Mutterschiffs beschädigt. Lasst sie dafür leiden. Oh nein, ich hab doch sie keine Leute. Unserer Basis. Sie müssen sie verteidigen. Bin schon unterwegs. Kaum noch erwarten. Bingo! Wie bitte? Da kommen sie, okay. Was springt dabei raus? Sicher doch. Oh, da muss ich mich auch noch verteidigen, Mann. Wir brauchen einen Bunker. Hier. Ja, kriegen die irgendwie hin. Wir brauchen Belagerungspanzer, wäre nicht schlecht. Dann noch ein Goliath, zwei Helios, paar Recher. Dann kann man hier noch was machen. Keine Ahnung, was es ist, mach ich mal. So, was haben wir hier noch? Noch ein paar Helios. Meine Scans erfassen ungewöhnliche Energiesignale, die von dieser Insel ausgehen. Was auch immer dort ist, es ist extrem mächtig. Das ist beunruhigend. Das werde ich mir ansehen. Das ist beunruhigend. Mineralien. Wie bitte? Gut, dann wollen wir mal. Oh. Reingeschickt. Hab die Post. Hey, wie können wir da jetzt hin? Warte mal. G. In Bewegung. Upgrade durchgeführt. Schon erledigt. Ist klar. In der Brühe sieht's gut aus. Das krieg ich hier. Auf dem Weg. Laut und deutlich. So, das Ding kommt weg. Wird gemacht. Dann werde ich auch nicht mehr angegriffen von da. Das krieg ich hin. Und hier war noch so ein Ding, was ich brauche. Oh Gott. In Bewegung. Bestätigt. Ja, man konnte auch ganz leicht das Ding wegmachen, dann haben wir keinen Strom mehr. Rein geschäftlich. Hast du heute Glück, Penner?
Ja, klappt nicht so, wie ich dachte. Okay. Wie bitte? Die funktionieren auch ohne Strom? Nee, Strom ist da hinten. Günstig. Wir brauchen mehr Verstärkung. So, wo seid ihr da? Nur zu! Euch mal kurz. Ja, Sir! Du bist fertig. Hast du heute Glück, Penner? Sind hier Vorräte anfordern? Hm, machen wir mal. Wie jetzt? Wie mache ich das jetzt? Wie sehen? Wie macht man das? Die Schildenergie des Mutterschiffs hat fast ihr Maximum erreicht. Sie sollten bald einen Schildprojektor angreifen, Nova. Ja, stresst mich nicht. Bin ja schon dabei. So, was war das? Noch ein paar Marodeure. Den hier noch. Reaktor bauen. Dann kann ich noch. Noch ein Panzer. Agoyats. Das da. Das Schiff der Taldarim bereitet sich auf den Angriff vor. Sie sollten bald einen Schildprojektor außer Gefecht setzen. Ja, stresst mich nicht. An die Front. Wir müssen dem Angriff des Mutterschiffs standhalten. Arbeite dran. Auf dem Weg. So. Laut und deutlich. Meine Basis? Ungünstig. Ist klar. Bestätigt. Gehen wir es hin? Ja, locker. So, wie war das hier? Den. Wichtig. Der Gegner zieht sich zurück. Dank uns sind die Menschen im Stadion noch am Leben. Diese Narren der Liga fallen uns wieder zur Last. Eliminiert sie und zwar sofort. Sie rücken zu unserer Basis vor, Nova. Oh, nicht schon wieder. Laut und deutlich. Das heißt, wir müssen mal kurz hier wieder hin. Rein geschäftlich. Wo sind die? Da. Kommt mal mit. Jeder Schuss ein Treffer! Was jagen wir hoch? Du könntest in den Dingsmodus gehen, genau. Wow. Was geht's los? Bitte bestätigen. Das krieg ich hin. Oh Gott, die teleportieren sich hier hin. Ist klar. Was ist das? Safe. Bestätigt. Du gehst mal dahin. Ich glaube, man kann da nicht rüber. Dann hole ich lieber ein paar mehr Benjis. Goliath online. Bitte wieder. Benjis. Brauchen wir Benjis? Auf Empfang. Bei Tarnmodus gehen und bei da rüber fliegen. Verstanden. Wurde ja gesagt, hier ist irgendwas Mächtiges. Oder kann man auch hier rüberlaufen? Seichtes Gewässer? Geht es? Oh Gott. Hast du heute Glück, Penner? Ah ja, war klar. Okay. Wie geht man da hin? Macht mal ein bisschen Stress. Vielleicht haben wir Drucken, können da jetzt rüberfliegen. Rüberlaufen. Das? Tatsächlich, das wird geht. Gemacht. Na denn? Statusbericht? In Bewegung. Hast du heute Glück, Anna? So, dann holen wir das Ding mal ist auch klar. Mit. Gucken, was wir denn als Belohnung kriegen. Auf dem Weg. Laut und deutlich. Wird gemacht. Kack, das Geschütz, ey. Schon erledigt. Ha, und was freigeschaltet. Ist klar. Läuft. Hier ist eine Energiequelle, die anscheinend diese Signale ausstrahlt. Ich bringe sie mit zurück.
Ausgezeichnet. Und bitte schütteln Sie sie unterwegs nicht. Ich bin ganz heiß drauf, Boss. Was gibt's denn? Ich warte. Sehr gut. Legen wir los. Unbedingt. Ich dahin machen. Den kann ich auch gleich. Müssen wir die Brutstätten auch machen? Ja. Mist. Ich empfehle Ihnen, Ihre Truppen zu einem Schildprojektor zu beordern. Die Schilde des Mutterschiffs werden bald einsatzbereit sein. Na, ach nee, rat mal, was ich hier gerade mache. Wird gemacht. Laut und deutlich. Ist klar. So, nix können wir. Die Todesflotte greift unerbittlich weiter an. Nova, rücken Sie zu einem Schildprojektor. Oh, mach ich doch. Stellung halten, Soldaten. Dieses mich nicht. Schild wird uns nicht in die Knie zwingen. Ist klar. Na, jetzt greift ihr doch an. Krieg ich hin. Rein geschäftlich. Oh ja, klar. Toll. Können die Dinger da oben nicht abschießen? Wird gemacht. Und da kommt jemand. Mach den mal weg. Das krieg ich hin. Ich arbeite dran. Gleich ist es weg. Jetzt. Die Protoss sind mächtig, aber wir werden nicht aufgeben. Wir werden sie immer und immer wieder zurückdrängen. Findet die terranischen Truppen, die uns angreifen, und tötet sie, bevor ich euch alle töte. Das ist jetzt ungünstig. Dann wechseln wir mal in die Defensive. Sicher. Müssen wir weiter nach oben? Haben wir ein paar Benjis, Helios, Goliaths, Marauder und das andere Ding. Genau. Statusbericht? Melde mich zurück. Finden wir mal fix. Nova hier. Da sind sie. Oh Gott. Das kriege ich hin. Hast du heute Glück, Penner? Das ist mehr als ungünstig. Ich kann die fliegenden Einheiten nicht kaputt machen. Bestätigt. Oh Gott, nö. Wird gemacht. Wieso kann ich keine fliegenden Einheiten mit den Dingern wegmachen? So ein Kack, ey. Mist, 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 Mist. Hast du heute Glück, Penny? Ja, und die wegmachen? Natürlich nicht, weil ihr Kacke seid. Ist doch Kacke. Wie bitte? Das krieg ich hin. Ich habe echt keine Einheit. Welche Einheiten können die denn wegmachen? Die Rächer? Nee, die Goliaths. Ich brauche mehr Goliaths. Goliath. Die Goliaths können die Fliegenden wegmachen. Bitte bestätigen. Laut und deutlich. Da wird man kalt. Von was? Warum? Oh, sehr auch noch. Da wird man kalt. Okay. Jetzt fangen an zu nerven, dann müssen die weg. Oh Gott. Da sind ein paar.
dran habe ich jetzt nicht gedacht. Ist klar. Dass hier so viele sind. Wird gemacht. Rein geschäftlich. Jetzt ist schon wieder die Hälfte weg von mir oder was? Oh Mann. Toll, ist noch ein Geysir von mir weg. Nur zu Ihrer Information. Die Schilde des Mutterschiffs sind fast vollständig aufgeladen. Schön. In Bewegung. Ich muss einfach hier noch die Zergs wegmachen. Bestätigt. Auf dem Weg. Das kriege ich hin. Nicht genug Energie. Greifen Sie so bald wie möglich einen Schildprojektor. Alle Streitkräfte an die Front. Konzentrieren Sie Ihr Feuer auf das Schiff. Ist klar. Das ist die Frage. Dann schaffe ich noch die Buschstätten schnell wegzumachen. Denn, Dings. Wird schwierig. Aber mal gucken. In Bewegung. Wenn ich hier einfach eine Atombombe reinschmeiß, wird es klappen, oder? Wird gemacht. Ja, fast. Und dann haben wir das Bonusziel auch erledigt. Läuft. Hier, mach weg die Dinger. So, Rigel. Ich habe hier eine Sonderlieferung. Zergschleim. Nur für Sie. Perfekt. Und auch noch was. Und ein paar Goliaths. Nicht genug Mineralien auch noch. Angriff wird ausgeführt. Oh nee. Ich laufe durch die Basis, ich fasse es nicht. Hier komm ich. Läuft. Läuft bei mir. Toll. Der größte Teil meiner Landeinheiten sind schon mal weg. Toll. Bitte bestätigen. Schon erledigt. So, mal gucken. Atombombe braucht noch ein bisschen. Wird gemacht. Dann müssen wir es mal anders versuchen. Mal gucken. Bestätigt. Benötige weitere Depots. Ich weiß. Schon erledigt. Auf dem Weg. Ist das das Ding? Ich glaub schon, oder? Schon wieder? Schon erledigt. Das kriegen meine Leute aber hin, oder? Das krieg ich hin. Schon erledigt. Die Menschheit wird über die außerirdische Bedrohung triumphieren. Wir werden heute siegen. Schickt unser Mutterschiff aus, um diese erbärmliche Terranerin und all ihre Verbündeten auszulöschen. Nein. Das Mutterschiff nimmt Kurs auf unsere Basis. Das ist ihre Chance, es zu zerstören, Nova. So viel Liebe zu geben. Die macht ja uns fertig mit dem Mutterschiff gleich. Und die Banshees sind sowas von unnütz, wenn die nicht mal Lufteinheiten wegmachen können. Soll ich denn jetzt hier auch mehr Goliaths? Die können natürlich weg. Die auch. Ich höre. Ist klar. Wie bitte? So, Mutterschiff, wo bist? Auf dem Weg. Da. Laut und deutlich.
Nova hier. Ja, genau, hier gegen Nova. Mist. Habe ich schon erwähnt. Das ist ein bisschen kack jetzt. Oh Gott. Klar. Ja. Ich glaube, das wird nichts. Auch ein paar, ja. Ich habe keine Raketenwerfer. Raketen kann ich auch nicht bauen. Ich brauche Maschinendock. Kacke. Natürlich. Mach nur meine Goliath-Station weg. Ich weiß, was ich zu tun habe. Was? Ich hab Nova. Nova, komm her. Wie bitte? Schon erledigt. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das krieg ich hin. Nein, 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 nein. Basis wird angegriffen. Ich fasse es nicht. Bestätigt. Zeit, sie auszuräuchern. Da müssen wir mal kurz die Atombombe reinschmeißen. Nova hier. Wird gemacht. War knapp. Die Tal'Darim ziehen sich zurück, Nova. Die Verteidiger haben ihre Truppen gesammelt und wehren die letzten Zerg ab. Die Zivilbevölkerung kann bald evakuiert werden. Sie haben tausende Menschenleben gerettet. Aber alle werden denken, dass es die Verteidiger waren. Wahrscheinlich. Ich habe dennoch den Imperator über unsere Taten informiert. Zumindest er wird die Wahrheit wissen. Das wird wohl reichen müssen. Ich kehre dann jetzt zur Griffin zurück. Das war sowas von knapp. Aber scheiße, ich hätte das hier schaffen können, wenn ich nicht so kackis gewesen wäre. Gut. Dann machen wir mal fortfahren. Und auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.